Hallo, mein Name ist Nicole Klauer. Ich arbeite seit 3 Jahren im Bochumer Tierheim. Mein Hauptaufgabengebiet ist der Katzenbereich. Zusätzlich bin ich Ausbilder unserer Auszubildenden. In meiner Arbeit als Ausbilder ist es mir besonders wichtig, den Auszubildenden die Arbeit am Tier, das artgerechte Unterbringen, das Handling, das Verständnis für die Tiere einfach näher zu bringen, um hinterher gut ausgebildete neue Tierpfleger zu haben. Zum Thema Tierheim und Tierschutz bin ich schon ganz früh gekommen, und zwar durch die Schule, durch mein Praktikum. Das durfte ich damals hier im Tierheim Bochum machen und bin dann hängen geblieben. Das heißt, ich war jedes Wochenende als Jugendliche dabei, habe meine Ferien hier verbracht. Leider gab es damals den Ausbildungsberuf noch nicht. Deswegen bin ich zu einem Tierarzt und habe dort meine Ausbildung zur Tierarzthelferin gemacht. Mit dem Tierheim habe ich aber nie ganz abgeschlossen und konnte daher 2004 erneut in einem Tierheim anfangen. Spaß an der Arbeit im Tierheim und mit den Tieren macht mir einfach diese Vielfältigkeit, die wir jeden Tag haben. Jeder Tag ist anders, jeder Tag ist neu. Wir wissen weder, was uns morgens erwartet, wenn wir die Tierheimtür aufschließen, haben wir ein neues Fundtier bekommen. Wenn wir ein Fundtier bekommen haben, was ist das für ein Tier? Manchmal ist es weder Hund noch Katze noch Kleintier, dann ist es mal ein Hahn oder eine Ente oder eine Gans. Wir haben auch schon ganz verschiedene Einsätze fahren dürfen, wo wir dann halt nicht Hund und Katze aufgenommen haben, sondern auch wirklich auf die Jagd nach Gänsen gegangen sind. Und sowas sind halt Momente, die machen den Alltag noch mal ein bisschen interessanter. Wenn ich jetzt nicht Tierpfleger wäre, wäre ich eventuell noch beim Tierarzt. Oder aber ich hätte mich irgendeinem Verband angeschlossen, der sich um Tiere kümmert. Also ich kann mir keinen Job vorstellen, in dem ich 8 Stunden in einem Büro sitze oder halt auch in einem Laden Menschen berate, die Klamotten kaufen. Das liegt mir einfach nicht.